Ich habe Deutsch gelernt, bevor ich Missionarin war. Ich habe Deutsch gelernt in Highschool. Ich hatte eine fantastische Lehre, einen fantastischen Lehrer. Und so habe ich eine Liebe für die deutsche Sprache entwickelt, bevor ich auf Mission gekommen bin, also gegangen bin. Viele sagen, dass Deutsch schwer zu lernen ist. Und ich kann verstehen, woher sie kommen. Also für manche ist es schwer zu lernen. Aber ich glaube, also Deutsch hat so eine Organisation, dass es sehr logisch ist. Und das passt mit mir und das passt mit meinem Sinn. Also könnte ich es. Also ich konnte das sehr schnell lernen, weil es viele Sachen gab, wo es das Gleiche war. So Nominativ oder Akkusativ oder und das Geschlecht und so weiter. Aber das habe ich so geliebt. Viele sagen, viele Menschen in den USA sagen, dass Deutsch also nicht eine schöne Sprache ist, dass es eine harte Sprache oder sowas ähnliches. Aber ich finde, dass wenn man Deutsch versteht, sagt man das nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass Deutsch ist eine sehr schöne Sprache. Und ich kann vieles sagen auf Deutsch, vieles auf Deutsch sagen, was ich nicht so gut auf Englisch sagen kann. Und das gefällt mir sehr. Ja, ich liebe die deutsche Sprache.